Hey ho Leute und willkommen zurück zu zum Nier Let's Play. Meine Güte. Ja, ich bin wie gesagt nochmal zurückgelaufen zur Stadt und habe und wir haben ja im letzten Part den Märchenwald besucht und den Bürgermeister und hatten dann eine sehr komische Rätselgeschichte oder auch Traumgeschichte da, wo wir gewisse Rätsel lösen mussten. Haben wir super bewältigt, war auch nicht schwer. Und haben dann direkt einen versiegelten Vers noch einkassiert. Und ja, jetzt wollte ich... Was wollte ich denn? Ach genau, ich wollte Popola Bescheid sagen. Man sieht das immer auch ganz gut an der Minikarte, wo man hin muss. Falls man es vergessen hat, Leute. Wir wollten ja da Bericht erstatten. So, machen wir das mal. Ich hatte ja auch im letzten Part schon angesprochen, ob ich die Parts an sich mal kürzer machen sollte und dafür mehr raushaue. Wahrscheinlich, wenn, dann erst für kommende Projekte. Wäre jetzt doof, wenn ich hier mittendrin einfach mal Format ändern würde irgendwie. Aber bei mir ist das sowieso manchmal Freischnauze. Der Todestraum ist solch eine seltsame Krankheit. Ich bin so froh, dass ihr diese Leute gerettet habt. Ja, diese ganzen Worte waren ein ziemliches Ärgernis. Selbst ich, der sonst ein natürliches... Hä? Ein natürliches Fable für Wörter hat... Hä? Habe nicht den Wunsch, diesen Ort jemals wieder aufzusuchen. Okay, ach so, ja, ja. Komische Nebensätze eingeschachtelt. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Ja, kriegen wir auch was? Nur mal hier... Ach so. Alero, was? Das hätte ich fast vergessen. Jona war auf der Suche nach dir. Oh. Sie meinte, sie bräuchte etwas von dir. Zeit, mal wieder ein wenig Papa zu spielen, wie? Ja, das nehme ich an. Danke, Popola. Genau, sie wollte eine Melone haben. Warte mal, gehe ich auch kurz auf den Markt. Kauf ihr eine. Müsste, glaube ich, da sein beim Händler. Ansonsten, klauen wir uns einfach eine aus Nachbars Garten. Ist doch kein Problem. Lieber der Vater kriminell als die Tochter. Nein, Spaß, Leute. So. Und ich habe es ja schon mal angesprochen, der Typ ist ziemlich flink für sein Alter. Vielleicht ist er auch gar nicht so alt, nur er sieht halt ziemlich alt aus. Ich meine nämlich, das Spiel ist, in Japan unter einem anderen Titel rausgekommen. Ich glaube, irgendwas mit Gestalt oder Replikant oder so heißt das. Nie Replikant, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, hey. Ja, der hat, glaube ich, nicht keine... Okay. Und da soll der Hauptcharakter mal komplett anders sein. Also der soll, ich glaube, jüngerer sein. Hello. Und hier für Europa haben sie es mal komplett umgeworfen und dann mal ein... So einen, sagen wir mal, alten Sack reingesetzt hier. Ist auch mal kurios. Gibt es auch nicht so oft. Aber ich meine, so wurde das gemacht. Hey, wenn ich mich dran erinnern noch kann, noch erinnern dran kann, können, tun, sollten. Ne, sie hat ja. Ah, ich sehe da doch hier, liegen noch Melonen. Hallo? Guckt euch das an, Leute. Das Warenangebot der guten Frau. Und guckt mal, was die hier liegen hat. Eine Melone. Und warum kann ich jetzt keine bei der kaufen? Da sind alle weg. Alle vergriffen, natürlich. Na egal, dann gehe ich erstmal nach Jona. Melone bringe ich ihr bei Gelegenheit. Da muss ich wahrscheinlich erst nach Meeresfront und da im Laden gucken. Könnte ich mir vorstellen. So. Nehmen wir mit. Irgendwie komischerweise liegen in unserem Haus immer wieder Sachen und immer wieder Gold. Wahrscheinlich kommt der Sandmann und bringt uns das einfach mal so als Belohnung. Oh. Papa, juhu. Popola meinte, du brauchst etwas.
Du musst mir einen Gefallen tun. Was ist es? Jona, ich kann dir nicht helfen, wenn du mir nicht sagst, was. Ja, das nehme ich an. Jona, bitte raus mit der Sprache. Ich möchte, dass du meinem Freund hilfst. Deinem Freund? Ich habe einen Freund, er hat mir einen Brief geschickt und nun musst du ihm helfen. Jemand hat dir einen Brief geschrieben? Ein Brieffreund? Wie reizend. Also wer ist dieser Freund? Nun, er ist irgendwie... Es ist ein Junge? Voll bestürzt. Ja, und er ist krank und steckt in Schwierigkeiten. Und ich weiß, dass du... Du und Weißi die einzigen seid, die ihm helfen können. Weißi? Erzähl mir von diesem Typen. Er lebt in einem ziemlich großen Haus im Süden und er ist super nett. Und er ist mein Freund. Du musst ihm helfen, Papa, bitte. Jona, hör zu. Bitte. Na toll, was mache ich nun? Auf keinen Fall, sie ist zu jung für einen Freund. Ich werde es tun, ich kann es ihr nicht abschlagen. Ja, natürlich tun wir das. Für unsere Tochter ist es nichts zu schade. Ich werde sehen, ob ich helfen kann. Juhu, danke schön, Papa, vielen Dank. Das passt sich mich gut, weil in den Süden muss ich sowieso. Ich will ja eigentlich noch nach Meeresfront. Wir wissen, werden wir nicht reden. Man füllt ja mal ein paar Selbstgespräche. Oder redet mit Weiß. Heute war ein toller Tag. Popola hat einen riesigen Kuchen für mich gebacken, der total lecker war. Und alle im Dorf haben mir zum Geburtstag gratuliert. Das war schön. Ich fühle mich wie eine Prinzessin oder so. Ich fühle mich heute überhaupt nicht krank. Genau genommen habe ich die Krankheit schon fast vergessen. Also kannst du sie ja vielleicht auch einfach vergessen und jetzt wieder nach Hause kommen. Jona. Oh. Katstra. Gut, ich muss nicht speichern. Ich habe ja immer so einen Drang dazu. Ihr kennt das ja. So. Dann gehen wir mal auf nach Meeresfront. Da können wir wahrscheinlich noch ein paar Nebenquests abliefern. Ich guck noch mal kurz nach. Laufende Missionen. Melone. Und das war mit den Zwillingen. Dann noch mit der Großmutter. Ich brauche noch Königsfahren. Wo kriege ich denn her? Und das Hühnerei habe ich immer noch nicht gefunden hier. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Das lag hier irgendwo sehr offensichtlich. Ich meine sogar hier. Ich meine, es lag hier sogar mal hier. Aber tut es jetzt irgendwie gerade nicht. Der eine Junge hat uns ja schon den Hinweis gegeben, dass es im Schatten liegt, aber... Ja, hier oder was? Ne, da ist nur so eine Wache. So eine zwielichtige Gestalt. Dann immer diese schönen Tagebucheinträge da mit, also von Jona. Was ist das denn jetzt? Ach, hier, mein Freund wieder. Kann ich dich jetzt eigentlich erledigen? So, Kaini, hau mal drauf. So, Kaini müsste ich noch kaputt kriegen. So, jetzt hauen wir noch ein bisschen drauf hier. Ach, wir können direkt immer die neue Fähigkeit hier austesten, mit dem Aufschließen. So, hab ihn. Krafttropfen. Wieder meinen Speer haben, den finde ich immer noch am besten irgendwie. Wörter. Muss man darauf achten, dass man noch die Wörter ein bisschen aufbessert. Wo macht man das nochmal? Magiefähigkeiten, genau. Dunkler Speer, finde ich immer noch einer der besten.
seht das auch. Ach Leute, jetzt hat er mich wieder hier richtig ab und abgezogen. Ich meine, er hat mich sogar letztes Mal getötet, oder? Ich bin jetzt gerade unsicher. Los, Kleini, hau mal drauf. Oh oh, boah, der zieht mir noch was ab, ey. Ja, dann mache ich die mit Fernangriffen. Ist, glaube ich, sicherer. Oh, wo kommt ihr denn jetzt her, ey? Gut, dass wir noch ausweichen können. Aber ist auch gut, dann steigen wir manchmal ein bisschen auf hier. Auch nicht verkehrt. Wo ist denn der Himmel jetzt so dunkel? Ne, das ist wirklich so dunkel. Ach, Kaini war das? Oder habe ich mir das denn gerade irgendwie eingebildet? Oh, neues Wort. Ach, irgendwann blickt man, glaube ich, nicht mehr durch mit den ganzen Wörtern. Man muss einfach nur mal ab und zu durchblättern und dann etwas Besseres reinhauen. Oh, Kaini liegt ja. Ist sie tot? Nein, die kriegt man nicht so schnell kaputt. Wie wieder schon träger, als sie aussieht. So, zum Glück sind wir ziemlich flink. Wieder einen draufhauen. So, haben wir das Scheißviech endlich. Okay, ich kann es aufstehen. Guck mal, ich kann sie sogar schieben. Lässt da was fallen? Ja, habe bestimmt ein bisschen EP bekommen. Okay. Ich wollte mich jetzt gar nicht so lange mit dem Kollegen hier aufhalten. Mit euch auch nicht. So, der Speer ist immer noch am besten. Kriegen wir noch sogar ein paar Wörter, wenn wir... Oh Mann, ey. Zack. Wir kriegen die ganze Zeit Waffen. Ach, Wörter meine ich, nicht Waffen. Ich werde auch nachher mal nachgucken. Mit den ganzen Wörtern. Ob ich da wieder was verbessern kann. Dass ich mich jetzt überhaupt mit euch hier alle aufhalte, ne? Ist sowieso ein Wunder. Aber ich hab gedacht, komm. Kämpft ja so wenig, so außer als missionsabhängig. Ihr gebt mir ja natürlich auch noch was, ihr Kleinen. So. Ich denke mal, je höher unser Level auch ist, desto stärker sind wir. Glaube ich jetzt zumindest. Wofür sollte er sonst dann ein Level geben hier? Kann er keine Skills verteilen? Kriegen die ganze Zeit Gegenstände. Auch nicht schlecht. So. Jetzt mal kurz hier. Ihr seht es auch gerade, dass ich schon eigentlich an dem Ziel vorbeigelaufen bin, aber ich wollte ja noch kurz nach Meeresfront. Schaffen wir noch. Ja, ich glaube, da mit den weiß nicht, ob das so eine gute Idee mit den kurzen Parts. Da kriegt man gerade in solchen großen Spielen kaum was geschafft. Da läuft man vielleicht ein bisschen. Mehr ist da nicht. So, ich hoffe, ihr habt hier Melonen. Ich bezweifle das eigentlich, aber ihr da, ne? Doch, ihr habt da Melonen da. Also. So. Da ist ja doch eine. Boah, wie teuer die ist.
Naja, für Jona mache ich das gerne. So. Jetzt muss ich nochmal kurz in die Taverne, glaube ich. Da kann ich jetzt... Oder kann ich nicht da das Getränk abholen? Oder habe ich das schon? Genau, hier sind eure Zutaten, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie man daraus ein anständiges Getränk brauen kann. Popula ist die einzige in der Stadt, die den Mumm hat, es zu trinken. Nicht einmal meine Stammgäste würden das Zeug anrühren. Könntet ihr Popula mitteilen, dass ihr Getränk zum Dorf schicken lasse, sobald es fertig ist? Hey. Nein. Jetzt kriegst du hier wieder Nebenmissionen. Okay, dann wird's also geschickt. A drink with a lizard's tail inside certainly sounds impressive. She may not look it, but get a few in her and Popola's the strongest woman in the land. Ja, Popola, die hat schon was. Surely your chest. No joke. Once she got so plastered that she practically destroyed the shop, knocked down a wall and everything. Does alcohol affect Devla in the same manner? Actually, Devla doesn't drink. If she has even a little, she starts getting a bit too, friendly. Oh yeah. Alcohol. Ja, Alkohol ist eine furchterregende Chemikalie. Voll gut, ey, manchmal diese kleinen Gespräche auch. Auch wieder so ein kleiner. Was den Charme des Spiels ausmacht. Dam dam dadam, dam dam dadam. Ach komm, wofür habe ich denn Eber hier? Wurde mir nicht umsonst gegeben, der sitzt ja nicht umsonst hier immer. So, jetzt gehen wir direkt zu unserem Hauptziel. Der liegt nämlich hier und dann rechts. Ihr seht nämlich schon das Haus da. Genau dieses Haus. Was ist das, eine Spinne, ey? Nein, keine Spinnen. Ich wollte das nur kurz aufheben. Baumast, wow. Super. Kein Baum in der Nähe, aber liegt ein Baumast. Los, Kaini, mach fertig. Ja, jetzt kommen noch ein paar neue Gegner dazu. Ihr seht es ja schon mal anhand dieser Spinne da. Ich glaube, das Vieh ist auch echt giftig. So, was gibt es mir? Riesenspinnenseide. So. Und auf einmal, Leute, wird alles grau. Außer die Bäume. Okay. Wir haben euch erwartet. Bitte hier entlang. Okay. Ja, Leute, es geht voran. Es geht voran in der Story. Guck mal, jetzt noch so einen schönen Vintage-Look. Oder so ein Filter über dem Bildschirm. So etwas so eingestaubt. Seht ihr wahrscheinlich an den Rändern. Das habe ich nicht draufgelegt, das ist vom Spiel so. Oh, ne, diese schöne Musik, ne? Auf jeden Fall einer der größten Pluspunkte von mir. Das ist die Musik. Ich könnte mir auch vorstellen, dass im neuen Nier, was nächstes Jahr rauskommt, auch wieder mega gute Lieder eingespielt werden. Oder extra dafür komponiert werden. Bitte wartet hier. Das ist wie so ein Speisesaal. So, jetzt erwarten die hier eine ganze Mannschaft. Warten ist öde. Sag mir Bescheid, wenn irgendwelche Schatten auftauchen, okay? Die schläft da erstmal, oder was? Ach ne, die wartet. Elegantes Warten. Guck mal, zünden sogar Kerzen an.
Es wird hier richtig große. Oh. Sollen wir jetzt wirklich warten? Nein, ich warte jetzt nicht. Ich warte doch jetzt nicht. Jetzt erkunden wir das mal hier. I don't like this one bit. You sound scared, Weiss. Ja, das Buch klingt ängstlich. Ich weiß nicht mehr, welcher Weg war richtiger. Da ist ein Schlüsselloch mit der Markierung Dunkelheit. Okay. Och, wohl ehemalige Könige. Oder Königin. Warum kehren wir jetzt nicht um? Vielleicht. Maybe. Maybe. Weiß nicht. Schlüsselloch, Mond. Naja, kehren wir mal um. Ist wohl bestimmt ein Grund. Und das jetzt gesagt hat. Hier ist nun die Küche. Oh. Wo ist Kaine? Ich wusste, das ist keine gute Idee. Verfluchte Villen und so. Warum hört denn auch nie einer auf mich? Genau, wo ist Kaine hin? Also da kann es eigentlich nicht durchgekommen sein, weil ich, oder? Da hoch geht's auch nicht. Was ist das für eine Kiste? Oh, kann ich kaputt machen. Okay, dann muss ich dort den Weg wieder lang, glaube ich. Er hätte ja eigentlich gar nicht an mir vorbeikommen können. Hilfe, holt mich hier raus. Wo? Warte mal. Wer stapelt denn so dämlich die Kisten hier vor? Die Küche nicht. Das war ganz in der Nähe eigentlich. Vielleicht doch hier. Was ist das? Das Bild hat sich verändert. Wie das hier? Hat der jetzt irgendwas auf dem... Hat der jetzt so Hörner oder was? Oh, und das hat sich auch verändert. Das ist wie ein Zombie, Leute. Das hier? Das kann ich jetzt nicht erkennen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch was verändert hat. So, aber gut, Leute. Ich mache hier... Trotz keines Speicherpunktes erstmal einen Stopp. Denn ich sehe gerade, dass die Zeit erreicht ist und ich weiß nicht, wie lange das hier noch gehen könnte. Und sage mal einfach, bis zum nächsten Part von hier. Ciao, Leute, ne?